Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Ich einfach unverbesserlich 4. Ja, unser Gru kommt auf die Idee, zu einem Klassentreffen zu gehen. Ein Klassentreffen der Schurken. Und bei diesem Klassentreffen soll er jemanden auch gefangen nehmen. Denn ein alter Rivale von ihm, nämlich Maxime Le Mall, ist auch dort anwesend. Und die beiden haben noch eine Rechnung offen von früher. Denn es gab eine Art Karaoke-Singen und unser Gru hat Maxime einfach den Song geklaut, was er ihm bis heute nicht verzeiht. Und als sie ihn geschnappt haben und er aus dem Gefängnis ausbricht, möchte er Rache an Gru und seine Familie nehmen. Ja, so kann man es ungefähr sagen, ohne zu viel zu verraten. Ich weiß nicht, warum. Die Filme bieten irgendwie zwar nichts Neues, sagen wir jetzt mal so. Klar, es kommen neue Charaktere dazu und auch Gru ist nochmal Papa geworden. Aber eigentlich bieten die Filme nichts Neues. Aber ich habe einfach so Bock auf diese Filme. Alleine schon wegen den Minions. Die machen immer so viel Quatsch und alles und machen einfach, ich könnte mir die den ganzen Tag angucken, die machen einfach so einen Riesenspaß. Da ist mir das eigentlich egal, dass man eigentlich den Film mehr oder weniger schon zum vierten Mal gesehen hat. Abgesehen davon, dass da andere Charaktere halt mitspielen. Aber alleine die Minions, ey, was die sich da immer ständig einfallen lassen, ey. Das ist unglaublich. Da sitzen wirklich sehr kreative Leute dahinter, die Minions einfach immer wieder auf ein neues Level bringen. Es gab ja schon diesen, die Minions auf der Suche nach Babyboss-Film. Ich hätte aber gerne wirklich mal einen Film, wo man gezeigt wird, wo die Minions eigentlich überhaupt herkommen. Und wirklich einen kompletten Minions-Film einfach, wo die mal komplett frei drehen und so. Abgesehen davon, wenn ihr die Ich einfach unverbesserlich Reihe in der richtigen Reihenfolge sehen wollt, solltet ihr den Minions-Film auf der Suche nach Baby Boss oder irgendwie so hieß der, auf jeden Fall als erstes gucken und dann Teil 1 bis 3 und euch dann den vierten Teil angucken. Dann habt ihr auf jeden Fall, seid ihr storytechnisch am besten mitbedient. Ja, auf jeden Fall, die Animationen sind wieder super gelungen. Die Sprüche sind einfach wieder genial. Auch das Baby, was jetzt Gru und Dings haben. Es macht so viel Spaß, sich diese Charaktere wieder anzusehen. Und es ist einfach ein Angriff auf die Lachmuskeln, wie man es einfach viel zu selten bekommt. Und was ja viele auch gar nicht wissen, dass die Minions nicht einfach irgendwas Sinnloses daherbrabbeln, sondern das ist ein Mix aus verschiedenen Sprachen. Manchmal habe ich auch das ein oder andere deutsche Wort auch vernommen. Und was die sich da alles... Es ist einfach genial. Also wenn ihr wirklich mal... Der Film geht 94 Minuten. Also wenn ihr 94 Minuten wirklich nahezu pausenlos lachen wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Ich einfach unverbesserlich 4 angucken. Wie gesagt, so storytechnisch bietet der Film mir zwar nicht viel Neues, aber alleine wegen den ganzen Gags und die Minions und so, kann man sich diese Filme einfach immer wieder angucken. Und ja, damit ich den nächsten Film nicht ohne Snacks verbringen muss, gibt es jetzt die
Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, ich einfach unverbesserlich 4. Eigentlich nichts Neues, aber trotzdem interessant anzuschauen. Die Gags sind super, die neuen Charaktere sind super und die Minions machen halt das, was die Minions halt machen. Und eigentlich ist für mich das eigentlich viel wichtiger, was die Minions machen, als der ganze andere Story-Teil, den man da so hat. Weil was die sich da immer alles einfallen lassen und was die da alles für Quatsch machen, das ist einfach immer wieder toll anzuschauen. Ja, und trotz alledem, dass der Film irgendwie, man den Film eigentlich irgendwie schon immer gesehen hatte, von 1 bis 3 schon gesehen hat, trotzdem macht der Film Spaß und deswegen gebe ich den Film 4 von 5 Totenköpfen, weil der Film einfach immer wieder zwar das Gleiche ist, aber sie kriegen es immer wieder hin, neue Lacher reinzukriegen, die Charaktere interessant zu halten und einfach immer wieder da einen Quatsch reinzubringen, wo man sich denkt, wie kommt ihr auf so etwas? Und deswegen 4 von 5 Totenköpfen. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film. Ich einfach unverbesserlich 4. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten, ich möchte noch bis Ende des Jahres die 500 Abonnenten haben. Drückt doch mal fest auf den Abo-Button, damit ich das Ziel auch erreichen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.